So, jetzt starte ich die Maschine mal hier von meinem Tablet aus und hoffe, dass es klappt. Die 49 Punkte sind abgefahren und wie man sieht, hat alles funktioniert. Die Bugmeldungen tauchen hier alle auf. Ja, dann braucht man nur noch M374 eingeben und die Werte sind gespeichert fürs nächste Mal.